Ja, Anne Ulrich, meine Damen, meine Herren, welch ein Vergnügen, hier ins Gespräch zu kommen, und zwar ins europäische Gespräch. Wenn Sie mir einen Satz in meiner Muttersprache gestatten, quel plaisir de te retrouver, Pierre Aski, aus Frankreich, aus der Türkei, aus Polen, aus der Schweiz, mein Freund Christoph Moser und. Und ich glaube, dass gerade dieses europäische Gespräch zu führen ist. Trotz aller Schwierigkeiten mit Optimismus. Sie kennen ja den Unterschied zwischen dem Optimisten und dem Pessimisten. Der Optimist denkt, es wird alles gut gehen, und der Pessimist fürchtet, dass der Optimist recht hat. Was ist Journalismus? Die banale Frage am Anfang meines Vortrags. Journalismus, das ist Information suchen, Information prüfen und überprüfen, die Information einordnen, in den größeren Zusammenhang stellen, weil es sonst wenig Aussagekraft hat. Daraufhin als vierter Schritt die Information gewichten, die Information erklären einem breiten und nicht unbedingt fachkundigen Publikum, am Schluss die Information eventuell kommentieren und ganz am Schluss, auch das gehört dazu, wenn gearbeitet wird, gibt es Fehler, bei Bedarf die Information korrigieren. Ein höchst anspruchsvoller Vorgang und ein Vorgang, der sich durch und durch ableitet aus der Aufklärung, les Lumières, Enlightenment, der Wille, auch vernunftgeleitet mit Information umzugehen. Das ist Journalismus und die Medien. Das wird gerade heute viel zu oft vergessen, sind Kinder der Aufklärung. Und als Luther seine 95 Thesen an die Pforte der Schlosskirche zu Wittenberg heftet, 3 Wochen später sind sie in ganz Deutschland gedruckt zu lesen. Die Medien sind Kinder der Aufklärung, wir aber leben in reaktionären Zeiten. Und weiß Gott, in all den von mir erwähnten Ländern und in so vielen anderen auch, sind plötzlich Kräfte da, und zwar mächtige Kräfte, die genau die Aufklärung bekämpfen. Und die Aufklärung, das sind die Menschenrechte. Und sie bekämpfen die Europäische Konvention, die Europäische Menschenrechtskonvention. Und die Aufklärung, das ist Menschenwürde. Und da sagt ein Kaczynski, die Flüchtlinge sind Träger von Viren und Erregern, eine Nazisprache. Und Matteo Salvini sagt, die Flüchtlinge, das ist Menschenfleisch, eine Nazisprache. Und die Aufklärung, das ist Gewaltenteilung, und wer keine Checks and Balances will, wie zum Beispiel Donald Trump, um sein Autoritäres durchsetzen zu können, der bekämpft die Gewaltenteilung. Und Aufklärung, das sind die demokratischen Institutionen, ohne die keine einzige Gesellschaft im Lot bleibt. Und in meinem Land, der Schweiz, werden sämtliche Institutionen schlecht gemacht von den reaktionären Kräften. Man spricht immer von den Populisten. Ja, sie sind auch populistisch, sie sind vor allem aber reaktionär. Und sie wollen, das Parlament ist Zeitverlust, die Regierung, das sind die 7 Zwerge, die Justiz, das sind die fremden Richter und auch die eigenen Richter sollen stillhalten. Die Zentralbank wollten sie faktisch lahmlegen. Die Hochschulen, zu viele Intellektuelle, zu viele Geisteswissenschaftler. Und
die demokratische Institution, die ich 7, 8 Jahre lang führen durfte, die SRG SSR, Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, Société Suisse de Radio-Télévision, die wollten sie sogar mit einem Volksbegehren abschaffen. Die Aufklärung, das sind die Minderheiten. Und wer absolutistisch als Mehrheit herrschen möchte, der kümmert sich nicht um die Minderheiten. Und das sehen wir querbeet durch Europa. Wir erleben, meine Damen und Herren, einen Kulturkampf, einen neuen Kulturkampf und einen Kampf der Kulturen. Kampf der Kulturen nach draußen, angeblich gegen den Islam, und Kulturkampf im Innern, um die Grundlagen liberaler, aufgeklärter Öffentlichkeit und Demokratie zu bekämpfen. Das sind Kräfte im Rückwärtsgang. Und passen wir auf, ich glaube, dass die Medien hier besonders gefährdet sind, dass sich dieses reaktionäre Denken nicht durchsetzt und dass eine der großen Aufgaben der Medien heute darin besteht, zu überlegen, wie wehren wir uns gescheit dagegen. Aber zunächst einmal doch ein kurzer Rückblick. Warum eigentlich kommt dieses Reaktionäre hoch, bevor ich mich dann ganz den Medien widme? Es sind 75 Jahre nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, der totalen Katastrophe der Werte unseres Kontinents. Und schon beginnt wieder die Geschichtsvergessenheit. Diejenigen, die es wissen wollen, auf Französisch les jusqu'au-boutistes, diejenigen, die keine Kompromisse wollen, kommen weltweit wieder hoch. Oft auch religiös grundiert. Und das war die Tea Party mit den Evangelikalen und die Front National oder Rassemblement National, die den Kult von Jeanne d'Arc pflegt, und ein Kaczynski mit dem reaktionären Katholizismus und ein Viktor Orban mit dem christlichen Abendland und dann von einer ganz anderen Kategorie natürlich noch die Islamisten, aber auch die fundamentalistischen Juden, die fundamentalistischen Sikhs, die fundamentalistischen Hindus, die fundamentalistischen Shintoisten, alle die, die letztlich keine Kompromisse wollen. Die kommen weltweit wieder hoch. Geschichtsvergessenheit, und schon ist man wieder beim Reaktionieren. Ich glaube, dass das Zweite die Ungleichheit ist, die sich in den 3, 4 neoliberalen Jahrzehnten, die wir erlebt haben, noch viel stärker ausgeprägt hat. Ungleichheit ist antidemokratisch. Wenn es ganz unten gibt und ganz oben, denken die ganz unten, egal wie ich wähle, wen ich wähle, es geht doch alles immer gleich. Und selbst der ehemalige langjährige Vorsitzende der amerikanischen Zentralbank, Paul Volcker, wahrlich nicht die Avantgarde des Proletariats, sagt, dass wir jetzt in einer Plutokratie sind in den Vereinigten Staaten. Und das weckt die Kräfte, die dann sagen, wie ein Donald Trump, ja, ich bin der Plutokrat, für den du am besten wählst, weil ich bin der Plutokrat, der dir, kleinem Mann, und das sind ja vor allem Männer, die die reaktionären Parteien wählen, nahestehen. Das ist jetzt nicht gut. Und der dritte Grund ist, dass der Gestaltungsraum der Demokratie immer kleiner geworden ist. Mit den Privatisierungen, mit den Deregulierungen, mit der Art und Weise, wie das ökonomistische Denken, alles soll von der Wirtschaft geregelt, der Markt richtet, ist das Feld dessen, was demokratisch geordnet, demokratisch bestimmt werden kann, sehr viel kleiner geworden. Und auch das
hilft den Autoritären. Und schließlich als vierter Grund, es wären noch viele andere zu nennen, die Digitalisierung, die Stichwort Bitcoin, zum Glück bricht diese Währung ein, aber bei vielen plötzlich den Eindruck entstehen ließ, man könne den Staat überflüssig machen, man könnte eine private Währung einführen und mit Blockchain auch private Institutionen. Das ist der Rahmen, in dem aufgeklärte Medien, Medien, die Journalismus verstehen, so wie ich es am Anfang skizziert habe, arbeiten. Und verbunden mit dieser Digitalisierung natürlich eine ungeheure Spaltung und Fragmentierung, beides. Die Gesellschaft spaltet sich und die Gesellschaft fragmentiert sich, erleben. Und die Reaktionäre, meine Damen und Herren, die mögen die Fragmentierung und die mögen die Spaltung. Worüber wir reden und deshalb auch der so wichtige Titel dieser Tagung, Öffentlichkeit für Europa. Die Medien, so wie wir sie verstanden, waren dafür da, eine Gesamtöffentlichkeit zu schaffen, in der, frei nach Jürgen Habermas, der demokratische Diskurs sich entfalten kann. Die Reaktionäre haben viel lieber die Fragmentierung in tausend Communities, Filterblasen, die man umso leichter einheizen kann. Man muss sich dem Austausch der Argumente, man muss sich dem aufgeklärten Diskurs gar nicht mehr stellen. Und durch die Spaltung der Gesellschaft, am weitesten gediehen in den USA, haben wir plötzlich zwei Öffentlichkeiten, zwei Mediensysteme, die überhaupt nicht mehr miteinander kommunizieren, praktisch keine Gesamtöffentlichkeit mehr. Und gerade das spielt das Spiel der Reaktionäre. Und dann können sie umso leichter Begriffe besetzen. Ein Ausdruck, den Kurt Biedenkopf im Nachgang zu 1968 in der Bundesrepublik geprägt hatte. Begriffe besetzen, Denkmuster prägen. Zwei, drei Beispiele. In den Medien wird jetzt unglaublich auch in Europa diskutiert über die sogenannte politische Korrektheit. Dabei haben wir praktisch keine politische Korrektheit in Europa. Ein amerikanisches Phänomen in einzelnen Campus. Das große Thema ist die politische Unkorrektheit. Das große Thema ist, wenn Alexander Gauland sagt, die Nazi-Jahre, die totalitären Jahre, das war ein Vogelschiss. Das Problem ist, wenn ein Matteo Salvini sagt, die Flüchtlinge sind Menschenfleisch. Und dann bekundet er, dass er sich weder für ihr Leben noch für ihr Überleben überhaupt interessiert. Menschenverachtung, diese politische Unkorrektheit müsste das große Thema sein zu einem Zeitpunkt, da die ganze Zeit über politische Korrektheit gesprochen wird. Es werden Themen gesetzt in den Medien, die ablenken, die Ablenkungsmanöver sind. Und diese Reaktionäre unterstellen überall eine Moral ohne Politik, nur um ihre Politik ohne Moral besser verkaufen zu können. Der mediale Diskurs heute über die Moralisierung der politischen Sphäre, die unerträglich war, empfinde ich als ein schweres Ablenkungsmanöver. Und diese Verrohung, diese Brutalisierung des öffentlichen Diskurses, das ist nicht nur einfach ein Mensch mit Charakterfehlern wie Donald Trump, das ist eine Methode. Wenn ich den politischen Diskurs so weit verrohen lasse, dass der Austausch der Argumente fast nicht mehr trägt, dass er fast nichts mehr bringt, dass sich viele Menschen davon abwenden, von einer brutalisierten öffentlichen Sphäre, Rückzug ins Private, Rückzug in die Unterhaltungsindustrie und, die News-Deprivierten bei den Jungen
über die Hälfte, die kaum noch wirklich Nachrichten verfolgen, vertieft, dann haben die Reaktionäre ihr Ziel erreicht. Und ich finde, dass die Art und Weise, wie die Medien damit umgehen, hoch anspruchsvoll ist. Wir hatten früher in den Jahren liberaler Demokratie der Nachkriegszeit Demokraten und offen deklarierte Antidemokraten, beispielsweise die Stalinisten. Wir haben heute sämtliche Parteien, die sich auf die Demokratie berufen, aber grundverschiedene Begriffe von Demokratie haben, so wie der Nazi-Staatsdenker Carl Schmitt sagte, es gibt liberale Demokratien und autoritäre Demokratien und zentralistische Demokratien und dezentrale Demokratien, monarchistische Demokratien. Und sie wollen eine andere Demokratie, und zwar eine, in der die Medien ihre Rolle gar nicht mehr spielen können. Das, was Montesquieu die unfreie Republik nannte. Und es geht Ihnen, diesen reaktionären Kräften in der Debatte, nicht mehr um eine Debatte in einem gegebenen, gewohnten öffentlichen Raum, sondern Sie wollen den öffentlichen Raum verändern. Wir kannten lauter Debatten in der Gesamtöffentlichkeit und dann wurde zwischen links und rechts, das war die Hauptscheidelinie, unten oben Umverteilung, Marktwirtschaft, Debatten zwischen links und rechts und das Pendel ging manchmal nach links, manchmal nach rechts. Es hat sich jetzt grundlegend verändert. Es gibt kein Pendel mehr. Wenn ich die liberale Demokratie so weit beschädige, dass sie eine illiberale Demokratie ist, dann kommt das Pendel nicht so schnell wieder zurück. Es ist der Versuch, den öffentlichen Raum zu verändern, so weit, dass selbst die liberale Demokratie, der liberale Diskurs nicht mehr können. Und auch hier sollten wir uns selbstkritisch über die eigene Arbeit beugen, weil es oft genug auch eine objektive Koalition gibt zwischen Populisten und Boulevardisten. Was sind die Stilmittel der Populisten? Es ist die Personalisierung durch und durch. Alles Problem wird personalisiert, obwohl wir wissen, dass die Strukturen meistens maßgeblich sind und die innerhalb der Strukturen wirkenden Mechanismen. Ein weiteres Stilmittel der Populisten ist die Bewirtschaftung von Ängsten und Emotionen. Statt der Suche nach Lösungen, um mit diesen Ängsten und Emotionen umzugehen. Die Populisten sagen, wir und die anderen, ein Manichäismus, der höchst einträglich ist. Die Populisten sind schreckliche Vereinfacher in einer komplexer werdenden Welt. Und die Populisten bieten im Gegensatz zu konventionellen Politikerinnen und Politikern Show die ganze Zeit. Die Show ist so wichtig wie die Substanz. Und diese Stilmittel, die Personalisierung, das Bewirtschaften von Emotionen und Ängsten, das schreckliche Vereinfachen, das Pflegen von Feindbildern, die auch dann skandalisiert werden, wenn kein Skandal vorliegt, das sind auch die Stilmittel, erst recht die Show der Boulevardpresse, der Boulevardmedien. Zu einer Zeit, da wegen der Krise des Geschäftsmodells der Medien die Boulevardisierung voranschreitet, auch in Medien, die frei waren von Boulevardisierung, weil sie hier letztlich eine Kommerzialisierung durchmachen müssen, um überhaupt überleben zu können. Die Kleinanzeigen, die das finanzielle Rückgrat der früheren Zeitungen waren, sind auf Online-Marktplätzen. Die Werbung ist ins Internet abgewandert.
Ein beträchtlicher Teil der Werbung im Internet wird durch Software wie Adblock Plus und andere weggefiltert. Und es hat sich in weiten Teilen des Medienangebots eine Gratiskultur etabliert. Man verdient heute mit Journalismus praktisch kein Geld mehr. Und das ist nicht nur eine zentrale medienpolitische Herausforderung, es ist eine zentrale demokratiepolitische Herausforderung. Die liberale, aufgeklärte Demokratie, zu der wir hier stehen, als Gäste der Heinrich-Böll-Stiftung, die ist angewiesen auf einen Journalismus, der ebenso aufgeklärt ist, der aber nicht mehr rentiert. Und dann gehören die Medienmilliardären wie Jeff Bezos, der sie im Moment offenbar in Ruhe lässt, aber wer weiß und wie lang? Oder dann sucht man nach wunderbaren Lösungen, wie sie beispielsweise in meinem Heimatland die Republik versucht, Crowdfunding, einzelne aufgeklärte Mäzene. Und das ist eine Erfolgsstory, aber das kann nicht einen gesamten Medienplatz ausmachen. Das ist nicht die Basis für eine Medienpolitik, die alles umfassen könnte. Ich glaube, dass wir hier um die wirtschaftliche Unabhängigkeit so sehr kämpfen müssen wie um die politische. Und was bedeutet das im Politischen? Dass wir uns nicht die Themen vorsetzen lassen, sondern dass wir selbst die Themen setzen. Und dass wir noch kritischer werden gegenüber dem zusehends herrschenden Diskurs, der kein hegemonialer Diskurs werden darf, wenn Reaktionäre, und das ist ihr Grundmuster, immer alles umkehren. Und der Diskriminierte, die Diskriminierte ist schuld an ihrer Diskriminierung. Und die Feministin ist schlimmer als der Belästiger oder der Diskriminierer. Und der Antirassismus mündet in einen neuen Rassismus und all diese Topoi der Umkehrung. Und zwar seit Jahrzehnten wird daran gearbeitet. Alain de Benoist sagt, der Egalitarismus ist der neue Rassismus, weil er die Unterschiede ausradiert. Das ist die Logik derjenigen, die eine Herrenmoral wollen. Übrigens eine sehr virile Herrenmoral. Immer ist der Schwache schuld, immer soll sich der Starke entfalten. Und wenn wir die Entwicklung der Medien in ganz Europa genau beobachten, ist die Immunität gegenüber dieser Umkehrungslogik nicht überall gegeben. Auch diese pseudo-selbstkritische Haltung so vieler Medien, die in den Diskurs eingestimmt sind, die herkömmlichen Parteien, die bestehenden Parteien, hätten die Themen, die die Populisten bewirtschaften, vernachlässigt. Beispielsweise die Flüchtlinge, beispielsweise die Migration. Das ist von den Fakten widerlegt. In meinem Land, der Schweiz, gibt es eine der erfolgreichsten reaktionären Parteien, die Schweizerische Volkspartei, seit 30 Jahren. Sie hat fast 30% Anteil Wählerinnen und Wähler. Und die anderen Parteien haben von Anbeginn, was die Migration betrifft, eine fast so harte Linie gefahren wie die Schweizerische Volkspartei. Und trotzdem hat sie ihren riesigen Erfolg. Wir lassen uns Diskurse in den Medien aufzwingen, und sollten das aufpassen, so wie sich beispielsweise heute in der Debatte um den künftigen Vorsitz der CDU plötzlich innerhalb dieser Partei der Diskurs entlang den Begriffen der Populisten bewegt. Es wird wieder über Flüchtlinge und Migration debattiert. Das ist das Unterscheidungsmerkmal zwischen der Kandidatin und den zwei Kandidaten. Selbst Liberale, selbst Sozialliberale lassen sich verunsichern. Und hier
stehen aufgeklärte Medien aus meiner Sicht selbstverständlich vor der Aufgabe, immer wieder ihre Arbeit kritisch zu begutachten, aber nicht so weit, dass man sich dann verunsichern und letztlich in das Chor der Reaktionären indirekt oder direkt mit einstimmen würde. Es ist doch unglaublich, wie der öffentliche Diskurs, die Zukunftsdebatte, wird derzeit geprägt von Reaktionären, von denjenigen, die letztlich eine Vergangenheit wiederherstellen möchten, die es sowieso so nie gegeben hat. Es ist unglaublich. Und diese eigenständige Agenda der Medienthemen setzen, statt sich die Themen vorsetzen zu lassen und die Begriffe begesetzen zu lassen, das scheint mir das Wichtigste. Denn die große eigentliche Zukunftsdebatte, die auch in den Medien zu führen ist, ist, wie gehen wir mit einer Markt- und Machtwirtschaft um, die so vieles hervorgebracht hat, was heute das reaktionäre Haus macht. Das ist die ganz große politische Aufgabe. Und da geht es um Wirtschaftsreformen, da geht es um gesellschaftliche Reformen, da geht es auch um Kulturelles. Und deshalb scheint es mir so wichtig, dass wir hier, und ich kehre an den Anfang meines Vortrags zurück, zu dem Journalismus stehen, der uns heute hier versammelt, einem Journalismus, der unbequem, der kritisch ist, aber der nicht neutral ist, auch wenn er sich um Fairness und Objektivität bemüht, denn seine Werte sind die Werte der Aufklärung. Und diese Werte der Aufklärung werden massiv bekämpft. Und deshalb, und damit komme ich auch zum Schluss meiner Ausführungen, deshalb werden öffentliche Anbieter, werden das öffentliche Radio und Fernsehen in ganz Europa dermaßen angegriffen. Die Leistungsaufträge öffentlicher Anbieter, die Charta der BBC, die Staatsverträge in der Bundesrepublik, die Konzession des Schweizer Radios und Fernsehens und. Alle sind durchdrungen von den Werten der Aufklärung. Respekt der Minderheiten, Integration, Inklusion, Gewaltenteilung, Menschenrechte, Menschenwürde, fundierte Information zwecks mündiger Bürgerinnen und Bürger, die solide informiert sind und entsprechend auch fundiert wählen oder da und dort auch abstimmen können. Diese Aufträge, die öffentliche Anbieter hatten, waren wie selbstverständlich. Aber die reaktionären Kräfte sehen diese Leistungsaufträge öffentlicher Anbieter als hochpolitisch an. Sie wollen keine Leistungsaufträge mehr, die in der Aufklärung verhaftet sind. Auch hier haben wir es mit einem hochpolitischen Kampf zu tun. Und wenn dann etablierte Parteien in diesen Chor einstimmen und zu einer Zeit, da die privaten Medien ohnehin je länger, desto schwerer es Mühe haben, ihre journalistische Funktion zu erfüllen, auch noch die privaten, die öffentlichen Anbieter herunterfahren, mit Sparprogrammen beschädigen wollen, dann spielen sie wieder einmal das Spiel der Reaktionäre, wie in der Migrationsfrage. Stichwort Asyltourismus hat sich durchgesetzt. Wie in der Europafrage, Stichwort Moloch Brüssel hat sich durchgesetzt. Spielen Sie wieder einmal das Spiel der Reaktionäre. Europa, das hat mein Landsmann, der wunderbare Schriftsteller Adolf Muschk, in einem kleinen Buch auf den Punkt gebracht. Europa ist benannt nach einer Ausländerin, einer phönizischen Prinzessin, die am Strand spielte mit ihren Freundinnen auf dem Gebiet des heutigen Gazastreifens.
Und da kommt Zeus aus dem Wasser geschossen in Gestalt eines Stiers und entführt sie nach Kreta. Unser Kontinent ist benannt nach einer Ausländerin und an den Stränden des Mittelmeers werden wir bis heute daran erinnert. Deshalb, wenn wir hier uns nicht verunsichern lassen wollen, wenn wir hier zu einem Journalismus der Aufklärung stehen wollen, ist dieser europäische Dialog, den die Heinrich-Böll-Stiftung veranstaltet, so wichtig. Ich schließe mit einer anderen Definition des Optimisten. Der Optimist denkt, es wird alles gut gehen. Der Pessimist denkt, es wird alles schlecht gehen. Am Schluss nimmt das Schicksal seinen Lauf, aber der Optimist, der hat mehr Spaß gehabt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Applaus